MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. So, meine Damen und Herren, und damit recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Let's Play OMSI 2, dem Omnibus-Simulator. Wir sind ein höchstwahrscheinlich letztes Mal auf der Map Bad Hügelsdorf unterwegs, fahren die letzte Linie, die Linie 316. Und zwar heute mit einem Gefährt, was schon eine längere Zeit draußen ist, wo ich aber der Meinung bin, dass es einfach nicht so gut geworden ist. Und deswegen habe ich jetzt keinen extra Vorstellungsvideo rausgebracht, sondern ich will euch das Gefährt heute mal zeigen, einfach der Vollständigkeit halber, aber nicht, weil das jetzt irgendwie richtig gut ist. Also, es handelt sich um den MAN NL 313 CNG. Ich habe Version mit Generic und Lavo LED Display ausgewählt. Und zwar ist das der Bus, der in Porto, in Portugal halt rumfährt, da in der Stadt. Und ja, der Entwickler kommt wohl auch von dort. Genau, wir gucken uns das Gefährt nachher mal ein bisschen an. Wir fahren die Linie 316, habe ich ja gesagt. Vom Hauptbahnhof bis zur Kleingartensiedlung. So, schmeißen das Ding an. Ja. So, haben ein VDV-Cockpit drin, was wir aus dem Citaro kennen. Ja, das ist davon... Also ist wirklich die Vorlage genauso kopiert vom Citaro. So, da es sich um einen MAN handelt, haben wir hier auch keinen Mercedes-Stern. Das Ganze ist auf Portugiesisch. Hier müssen wir nicht hier die Linie oder so, nein. Wir gehen hier auf VIAG, geben ein die 316.00. Ich habe das Ganze schon mal getestet. Also dann auf SURF, geben die 1 ein und dann eigentlich nach Kleingartensiedlung. Dann gucken wir aber mal nach draußen. Zack, dann schildert er nicht das Ziel. Das heißt, wir geben komischerweise die Route 3 ein. Ja, dann müsste das... Oder was? Nee, na gut, dann machen wir Route 2. Vorhin hat es funktioniert. Genau, und jetzt? Vielleicht jetzt die Route 1? Jetzt die Route 1, okay. Also ihr müsst erst die Route 2 eingeben und dann die Route 1. Dann schildert ihr auch die 316 bis zur Kleingartensiedlung. Genau. So, wenn ihr auch das Problem haben solltet, dass hier bei euch alles weiß zum Anfang ist, ihr kennt das von anderen Bussen, müsst ihr euch die Texturen aus dem Texturenordner, die passenden halt raussuchen, öffnen in PaintNet und nochmal abspeichern. Dann funktioniert das. Genau, eine Kasse haben wir hier nicht, komischerweise. Also ich kann das Ding, oder? Oh ja, doch, da kann ich das Ding öffnen. Na. So, lassen wir auf natürlich. Ich hoffe, das fällt dann während der Fahrt nicht irgendwie zu. Genau, hier haben wir so ein Seitenrollo, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Fenster, geht das auf? Ja. Das ist ein MAN, das heißt keine elektronischen Fenster. Ist halt nicht mehr so das Neueste hier, ja. Genau, das ist alles ohne Funktion, Spiegel und so weiter. Also besser als der Citaro von Palma ist es auf jeden Fall, aber richtig gut ist er nicht, finde ich. Von außen ist es eigentlich ein recht schönes Modell. Hab das Resende oder, weiß ich nicht, Resendorn, keine Ahnung. Paint ausgewählt. Hat mir einfach so am besten gefallen. Ansonsten Sounds sind schon ganz okay. Von innen wirkt er eigentlich auch relativ souverän. Hier die Anzeige funktioniert nicht. Das sehen wir ja hier, oder? Also dürfte eigentlich nicht funktionieren. Wir gucken nachher nochmal rein. Genau. Dann spüren wir die Zeit ein bisschen vor. Oh, Omni Navigation, okay. So, da sind wir wieder. Immer wenn ich den Outer City hier starte, nebenbei, und auf den Desktop gehe, dann verschwindet Omni Navigation. Ja, das ist komisch, obwohl ich es eigentlich schon vorher gestartet habe. Deswegen strömen wir jetzt die Zeit vor. 15.10 Uhr 42, genau. Haben wir noch genug Zeit. Absenken. Also, ich drücke ja hier ruf, aber macht er irgendwie nicht. Ach so. Oh. Scheiße. Und jetzt... Oh Gott, das funktioniert hier überhaupt nicht. Ich glaube, das lassen wir mal sein. Ich werde es nochmal an der Haltestelle ausprobieren. Also Sound ist in Ansätzen da. Also guter Sound. Aber es hat mehr was von Zito zum Beispiel. Wenn ihr den noch kennt. Also von, oh Gott, ey, ich habe einen Solobus ausgewählt. Ihr wollt doch nicht alle mit hier. Ja, wenn ich einen Blinker reinsetze, dann leuchtet das hier auch nicht. Ein bisschen scheiße ist das. Guten Tag. Ja,
Moin moin. Eine Karte für eine Kurzstrecke, bitte. Ja. So, dann kriegst du 2,80 wieder. Hallo. Guten Tag. Tag schön. Tier 5 war, das ist ja geil gemacht. Schlecht. Moin. Moin moin. Als ob ihr alle so einen elektronischen Garten habt, das glaubt ihr ja selber nicht. Gottes Willen. Das wird ja eine Fahrt, das wird ja ähnlich wie der Palmarus, aber okay. Lange Straße, Malger Weg. Das stimmt gar nicht. So, Finn macht Betriebsfahrt, alles klar. Jetzt ist die Frage, wie komme ich hier zurück? Hier. Passt. Achso, der geht einmal, die Haltestellenbremse geht einmal rein und einmal wieder raus. Ah, ist okay. Ja, kenne ich. Schön. Oh, doch, funktioniert doch. Proxima ist ähnlich wie in Palma, da stand das ja auch irgendwie, Proxima. Proxima auch lateinisch, ja, der nächste. Oder Proxima mit A hinten, feminin, heißt die nächste. Paragem würde dann Haltestelle heißen, nächste Haltestelle, lange Straße, Badener Weg. Wunderbar, sehr schön. So, Hupe. Ja, ganz normale. Okay. Fahrschalldrucker ist auch der normale. Es wird mir halt leider nicht angezeigt, ob ich blinke, so. Weißt du, das ist ein bisschen... Kann ich halt nur von außen sehen. Interessanter Gong. Für einen Haltewunsch. Jetzt wird, glaube ich, die Performance auch wieder ein bisschen besser. So, Finn macht nach wie vor seine Betriebsfahrt. Ich kann leider nicht beurteilen, inwiefern die Busse halt in Porto aussehen und ob das Ding jetzt so realistisch ist oder nicht. Keine Ahnung. Das Absenken, ey, das ist so verbuggt, ne? Ganz ehrlich. Aber lustig ist es irgendwie. So, ein bisschen was sehen wollen wir auch noch. Wenn er nicht so fehlerhaft wäre, wäre der eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Aber er steuert sich ja nach wie vor wie so ein Beta-Bus noch. Ich weiß jetzt nicht, ob es noch eine offizielle Beta ist oder nicht. Könnt ihr in der Beschreibung nachlesen. Das ist ein kostenloser Bus, gibt es in zig verschiedenen Versionen auch. Der 233er, den gibt es auch als Version. Also sucht euch den Bus aus, der euch am besten gefällt. Wenn ihr irgendetwas... Oder wenn irgendetwas nicht eurer Meinung sein sollte, was ich jetzt hier gesagt habe, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Guten Tag. Guten Tag. Alles klar. Ist kein automatisches Needing, ne? Also müsst ihr selber machen. So, wo ist jetzt die Haltestelle? Muss ich jetzt hier reinfahren oder nicht? Ja, also wir fahren durch das Arbeiterviertel. Hab ich ja irgendwas von der Nachtlinie noch gesehen? Eben. Wenn es eine Nachtlinie noch gibt, vielleicht fahren wir die auch nochmal. Mal gucken.
Also man macht das folgendermaßen: erst die Haltestellbremse rein, dann das Nähling, dann die Türen auf. Also manche werden bestimmt auch sagen, ja, unerträglich dieser Bus. Hier sind wir auch in der letzten Folge lang gefahren, das weiß ich noch. Boah. Ja, gut, ich fahre auch zum ersten Mal in diesem Bus, also da kann das schon mal passieren. Dass man da ein bisschen an Bordschein kommt und so. Nicht so wie beim Facelift zum Beispiel, da ist man ja einfach eingefahren, da weiß man ja mittlerweile, wie man damit zu fahren hat. Also ziehen tut er eigentlich auch relativ gut. Fährt sich eigentlich ganz nett. Aber der muss noch ein bisschen weiterentwickelt werden. Also so. Im aktuellen Entwicklungsstand ist er noch nicht so das Gelbe vom Ei. Der erste Nähling, dann die Haltestellbremse und dann funktioniert er doch. Eine Fahrkarte willst du haben. 3,40, teure Preise. Dankeschön. Bitteschön. Ich finde das Repaint echt schön. Also, Hut ab. Linie, die ist schon scheiße. Also man hat echt keinen richtig guten Fahrplan. Wir können mal Kickdown fahren. Ah, hat gerade gar nichts gebracht. Jetzt. Also so richtig spürbar irgendwie auch nicht. Wenn ihr mal ganz genau hinhört beim Sound, so ein bisschen ist das noch vom MAN NL202, von dem ursprünglichen Bus aus Omnium. So ein bisschen ähnelt er dem. Müsst ihr mal ein bisschen zuhören. So. Wenn ihr nicht mit wollt, juckt mich gar nicht, ne? Das habe ich übrigens auch an oder bei anderen Maps, dass die Leute da zur Haltestelle hingehen und dann auf einmal wollen sie nicht mehr mit. Keine Ahnung, woran das liegt. So, wie fahren wir jetzt? Geradeaus würde ich mal schätzen, wa? Ja, es gibt noch eine Nachtlinie, okay. Weiß ich nicht, ob wir die nochmal fahren. Wird ja ungefähr Neues dann sein. Eine Nachtfahrt könnten wir uns eigentlich mal wieder gönnen. Hatten wir schon lange nicht mehr. Das sieht ein bisschen scheiße aus, ja? Das sind einfach noch spannende Häuser aneinandergereiht. Also so richtig wusste der Bauer auch nicht, was er will, oder? Gut,
der Bus klappert natürlich, ne? Das ist einfach ein MAN-Bus. Ganz plausible Erklärung, würde ich sagen. MAN gleich Klapperkiste. Hallo. Hier bin ich heute noch nicht lang gefahren. Sieht aber so aus. Da könnten wir theoretisch mal auf ein kleines Thema zu sprechen kommen. Was bei euch wahrscheinlich schon wieder ewig lange her sein wird, dass das bekannt gegeben wurde. Was piept da hinten noch? Hallo. Schönen guten Tag. Tag schön. Und zwar handelt es sich dabei um den Bussimulator oder wie heißt das? Busunternehmen-Simulator, weiß ich, keine Ahnung. Ja, jedenfalls diesen Multiplayer-Simulator von dem Entwickler von Omnivigation und Advance Omnibus Driver. 25 Euro würde es einen neuen Busbetriebssimulator, so heißt der Busbetriebssimulator. 25 Euro würde er kosten. Von unserem Lieblingspublisher Aerosoft ausgebracht. Genau. Ich habe aber leider noch keine Bilder gesehen zum Stand heute. Heute ist der 27. Mai. Für alle, die das interessiert, bei mir. Aber es hört sich ganz gut an. Nur momentan habe ich das so verstanden, dass es ähnlich wie Advance Omnibus Driver laufen wird. Und dass man auf dem Betriebshof mit einer Unreal Engine, sozusagen ist das ja dann programmiert, dass man da dann auch wirklich richtig reinen Multiplayer um sie wie beim ETS betreiben kann. Das wäre natürlich geil. So, aber so wie ich das verstanden Hallo. So wie ich das verstanden habe, nur auf dem Betriebshof. Und das ist halt das große Problem. Und dafür 25 Euro zu verlangen ist zu viel. Also das geht nicht. Aber wenn ich das falsch verstanden habe und das so sein sollte, dass man auf der gesamten Map, ähnlich wie im ETS, meinetwegen auch ohne KI-Autos, fahren kann. Wenn das so wäre wie beim ETS, dann würde ich sagen, ist das eine sinnvolle Investition. Wenn wir da ein völlig neues Spiel haben. Denn beim ETS ist das vollkommen kostenlos. Das muss man auch mal bedenken. Zwar auch seine Tücken, aber so schlimm finde ich das jetzt noch nicht. Aber wenn es sowas für OMSI geben würde und dafür 15 Euro zu verlangen, das wäre schön. Das wäre okay, wäre fair. Aber so wie ich das verstanden habe, wird das nur auf dem Betriebshof möglich sein, was Schwachsinn ist. Also sage ich ganz ehrlich, wenn man dann Omni Navigation und Advanced Omnibus Driver noch oben drauf packt hat sozusagen, beide sind einfach mischt, ein bisschen optimiert, dann ist das aber auch keine 25 Euro wert. Ja, dann ich finde Advanced Omnibus Driver, das habe ich nicht, weil ich das auch nicht brauche unbedingt. Also ich finde die Omni Navigation ist super, hast dein Navi und du siehst auch noch andere Spieler. Aber schreibt mir gerne eure Meinung auch mal in die Kommentare. Was sagt ihr zu dem Busbetriebssimulator? Und vielleicht sagt ihr der eine oder andere auch, Mensch, nee, ist ja doch eine ganz geile Sache. Aber ich würde es feiern, wenn wir einen richtigen Multiplayer für OMSI kriegen würden. Dann wäre es nämlich auch ein Konkurrenzprodukt. Das schafft der Kollege wohl nicht. Das will ich sehen.
Ja, nimm den LKW mit, ne? Genau. Ne, dann wäre es nämlich einfach ein Konkurrenzprodukt auch zu dem neuen Multiplayer-Simulator, Citybus-Simulator Berlin von TML Studios. Na klar, ne? Das wäre geil, dann hätte TML nämlich Konkurrenz, würde sich vielleicht noch ein bisschen mehr anstrengen, als es ohnehin schon tun. Ich würde das feiern. Also ich bin da sehr gespannt drauf, werde meine richtige Meinung dazu erstmal sagen, wenn ich wirklich Bilder habe, wenn ich wirklich weiß, in welchem Umfang dieses Add-on dann rauskommen wird, wenn wir da genauere Infos haben. Ich habe es erfahren durch die Kollegen von GamesAvery. Erstmal schöne Grüße raus an euch. Also ist immer sehr schön, dass man da die Informationen kriegt, die man braucht. Aber die wussten halt auch noch nicht ganz genau, wie das dann aussehen wird. Deswegen bin gespannt. Na und? Guck mal, ist noch mehr so gefahren wie ich. Also, halt mal den Maul dahin. Ach hier waren wir auch schon mal. Zwar in genau dieselbe Richtung sind wir da gefahren. Ich hätte eigentlich gedacht, wenn wir Hauptbahnhof starten, erstmal haben wir da ja aufgehört, also am Theater, eine Station danach. Wenn wir heute am Hauptbahnhof starten, Mensch, dann sehen wir mal die Gegenrichtung, aber nee, so ist es dann irgendwie doch nicht. Und der Fahrplan ist katastrophal auf der Map, also den sollte man wirklich nochmal überarbeiten. So, mal gucken, ob er hier den Berg hochkommt. Ach du Scheiße. Bergfahrt. Aber er quält sich, also das muss man einfach sagen, der quält sich. Oh nee, Alter. Komm, du schaffst das. Sehr schön. So, das sieht viel besser aus. Also das Kneeling ein bisschen langsamer einstellen. Müsste eigentlich funktionieren. Ich habe jetzt nicht so die Ahnung davon, aber das müsste eigentlich gehen. Das sollte man noch hinkriegen. Gasthaus zum Trauben. Also ich weiß, in Omsi 1 die ersten Busse, so die ersten richtigen modernen Busse, die man gebaut hat, die einfach scheiße waren. Die hatten auch so ein ganz schnelles Kneeling. Das war auch total für den Arsch, aber damals hat man sich damit zufrieden gegeben. Heute, wo wir die besten Freeware-Busse einfach haben, da gibt man sich mit sowas halt nicht mehr zufrieden. Das ist immer so. Wenn man sieht, wie es auch anders geht. Echt schön aus hier. Aber passt irgendwie überhaupt nicht alles zusammen auf der Map, finde ich. So mein Eindruck. Und das Haltestellenschild hätte man auch hier an der Straße stellen können. Also, ich hätte das jetzt fast nicht bemerkt. Oh. Sorry. Blitzschnell senkte sich da hoch. Als wenn er wüsste, dass wir 3 Minuten Verspätung haben.
Kirche. Also so langsam macht mir der Bus echt Spaß. So, was ist jetzt hier los? Ja, lass doch jeden rüber. Genau. Hier leben schon nur 30 Leute in dem Dorf und zwei davon wollen jetzt hier mit die Straße, weißt du? Oh ja, das habe ich zu spät gesehen. Sorry. Aber ich finde den Sound auch irgendwie total lustig. Also. Bitte alle aussteigen. Macht schon so ein bisschen Bock. Kleingartensiedlung. Na, hier hast du nach 22 Uhr aber auch Angst, wenn du dahin fährst. Also ich jetzt nicht, aber manche andere vielleicht, weißt du? Aber hier kannst du mal ein bisschen Gas geben. Hast auch eine lange Pause da für eine Stunde. Schöne Sache. So, gucken wir mal, was der Bus als Überlandbus taugt. Ja, könnte auch noch schneller. So. Also wenn die Kleingartensiedlung einen Namen hat, dann vielleicht Arsch der Welt oder so. Warum müssen wir da jetzt eine Runde drehen? Ach ja, das ist wieder so eine scheiß Brücke, ne? Genau, da unten fahren wir noch gleich. Und da ist unsere Endhaltestelle. Irgendwo da. Da müsste die Schleife irgendwo sein. Sind wir gerade gefahren. Ja. Also im Winter würde die Strecke vielleicht auch mega Bock machen, aber du kannst natürlich nicht mit so einem Bus fahren, der schon im Sommer hier nicht richtig hochkommt. Hier könnte man zum Beispiel auch noch ausbauen. Du musst mir auch immer von dem scheiß Bus laufen, ne? So, willst du vorne auch raus hier? Oder wie sieht das aus? Nee, ne? Die stand nur an. Alles klar. Gut. Dann machen wir das Geheule mal aus hier. So. Gut, das soll es gewesen sein von der Map Bad Hügelsdorf für heute. Vielleicht nochmal die Nachtlinie mal gucken. Auch mit dem MAN NG313. Wenn es euch Spaß gemacht hat, dann lasst ein Däumchen da und so weiter. Ne, ihr wisst Bescheid, Abo und so weiter. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Also haut rein, liebe Leute. Schöne Pfingsten natürlich. Und ciao, ciao.